Recht herzlich willkommen zur 205. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, sind wir drin? Ja? Wir hatten letztes Mal hier geschaut, ne? Wann ist da der Tag? 3 Stunden, 8 Minuten. MZ? Ah, ne, 18 Tage, okay. MZ 18 Tage, 3 Stunden. Und das Manöver ist in 1 Tag und 3 Stunden. Okay, das haben wir. Wir haben aber noch die anderen Jungs da oben irgendwo. Das Minimus V6, ich glaube ja. Die sind noch auf dem Rückweg, ne? Ja, die sind noch auf dem Rückweg. Bei denen dauert es aber noch ein paar Tage länger. Das heißt, das nächste wäre das mit. Wo ist denn das jetzt? Weiter oben war das, ne? Hier irgendwo, da ist es. Duna ohne Rückkehr ist also das nächste. Das müssen wir das Manöver dann machen, aber in einem Tag erst. Ich denke mal, wir gehen mal gerade erst einen Schritt zurück und schauen noch mal hier rein. Und jetzt haben wir hier wieder einen Bug. Und wie ich sehe hier bei mir auf dem Originalspiel den Hintergrund, der da allerdings nicht ist, wie ich das so, ne, gerade mitkriege. Was haben wir denn da für eine Möglichkeit? Da irgendwas zu ändern. Ich teste das mal gerade. Das war nix. So, jetzt haben wir das. Wir sehen wieder alles, glaube. Aber in den falschen Farben, ne? So, jetzt ist es richtig, ne? Jetzt haben wir das mal gerade umgeswitcht. Ich habe ein bisschen an der Aufnahme was geändert. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie es ist. Ich hoffe, ihr seht jetzt alles. Den Hintergrund, der war ja schwarz hier, der Rasen. Der müsste jetzt aber wieder grün sein. Ja, wir wollten hier in den Aufträgen rein und dann ist, wenn man ab und zu mal reingeht, halt dieser Bug da. Das ist schön hier, aber glaube, verfügbar, aber jetzt nicht. Also das müsste ich jetzt hier ändern. Umlaufbahn, Spitze. Nee, das machen wir auf gar keinen Fall, weil da würden wir jetzt unseren Ausstiegspunkt auch ändern. Beziehungsweise, nee, das mache ich nicht. Rette Claretz aus der Umlaufbahn von Kerbin. Das wäre ein Ding, was man machen könnte. Belohnung ist klar, das ist alles. Kann man aus den Ringen. Oh. Kerbin-Umlaufbahn, halte ihn sicher nach Kerbin zurück. Das können wir nochmal denken. Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum von Minmus. Wissenschaftsdaten von der Oberfläche von Mun. Rette Bassfried aus dem Umlauf von Minmus. Rette Temerika aus dem Umlaufbahn von Mun. Atomraketenmotor LVN-Nerv im Orbit um Sonne testen. Okay. Position Minus V3-Lay in einer angepassten Umlaufbahn von Minmus. Okay, da müsste man mal gucken, wo der rumschwirrt, ne, und ob das noch zu korrigieren ist. Das könnten wir jetzt ja gerade mal machen, ne? Passieren mit Minmus V3 Relay in einer angepassten Umlaufbahn von Minmus. Längengrad der Aufsteigungsknoten da müssen wir mal hier reingucken, glaube. Dann können wir das sehen vielleicht, ne? Minmus. Minmus Relay fliegt so rum und soll so rumfliegen. Jetzt wäre noch die Frage. Minmus Relay hat Minmus Relay, V3 Relay, hat der noch Treibstoff da drinne? Kann man das hier sehen? Nein. Höhe, Geschwindigkeit. Ja, müssen wir wohl rein, dass wir das sehen. Anders geht's, glaub nicht. Gucken wir uns das doch gerade an. Ist doch gar kein Ding. Und ja, der Antrieb ist noch relativ voll, ne?
würde sich ausgehen, bestimmt. Ist ja schon ein krasses Teil, was wir da gebaut haben, ne? Ja, okay. Ich glaube, dann nehmen wir das an und machen das, ne? Das müsste ja funktionieren. Da fliegt irgendwo anders in der Ecke rum. Okay, das bedeutet zum Zentrum zurück. Dann nehmen wir das an. Da war das. Und das. Und ich glaube, wir retten auch den Claretz aus der Umlaufbahn von Kerbin. Da können wir ja noch mal gerade auch reingucken. Ist ja auch kein Ding, ne? Aber wo ist er denn? Aber das wird wahrscheinlich dann diese Umlaufbahn sein, wa? Oder ne? Claretz, wo bist du? Nochmal, ne, das ist Minmus, Mun, Gibbyscraft, Irfrieds, Anschatz, Martas. Ach so, das ist es hier, das Blaue. Und wo ist dann das Gefährt? Der schwebt da wahrscheinlich ohne irgendwas rum, ne? Kann das sein? Ne, da hinten ist irgendwas Blaues. Oh ne, das ist diese Marke da, okay. Ja, weiß ich jetzt nicht so wirklich, ob es das ist, aber wenn, ist auch kein Problem, das kriegen wir auch hin. Gehen wir wieder zurück. Und gehen hier rein. Dann mal wieder im Bug. Und nehmen das aber auf jeden Fall auch noch. Ach, wir können nicht mehr annehmen, glaube. Maximal 7. Alternativ wäre noch, wir bauen das aus. Aber so nicht. Sondern so. Verbesserung so. Gut. Und jetzt hat sich nichts geändert. Ja. Einrichtungsstufe 2. Missionsblöcke. Diese Raumfahrzeuge sind auf Missionszentrum ge. Bitte vor dem Vorteil entfernen. Ach so, okay. Dann müssen wir das wohl bergen, dass das funktioniert. Nein, wir wollen da nicht so draufklicken, wir wollen Rechtsklick machen und dann verbessern. Okay, dann gibt es das wohl auch nochmal. Dann sind es zwei und jetzt muss es aber gehen. Alles klar. Und jetzt können wir auch mehr Aufträge annehmen. Und das machen wir da auch. Da hat sich jetzt aber nichts geändert. Wir haben jetzt diese zwei Sachen und die wollen wir jetzt dann auch in Angriff nehmen. Dafür gehen wir mal hier hin. Minmus Relay 3. Also das ist unser und nicht der da. Das war wohl irgendwas anderes. Keine Ahnung. Wir müssen den ändern nach da. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Das ist ein bisschen schwer zu sehen, aber die Richtung ist passend. Wir müssen hier oben nur ein Manöver haben. Fliegen wir das mal. Und gehen dann in die Karte rein. Und Größe ist ziemlich passend, ne, oder?
Manöver hinzufügen. Ne, das war falsch rum. Das sieht schon top aus, nur wir müssen da noch langsamer werden. Okay, dann wird es schlechter. Okay. Nee, das war jetzt nicht so doll. Okay. Also erstmal so ist ja überhaupt kein Ding, dann kann man das immer noch korrigieren, indem man dann sagt, okay, jetzt möchte ich meine Periapsis, Apoapsis dann verbessern, ne? Ist klar. Gut, dann an dem Punkt machen wir das. Schubzeit ist 24 Sekunden. Warum ist die rot? Und wenn ich richtig ausgerichtet sind, kann das sein. Ich weiß es nicht. Das heißt, wir haben eben den anderen Relay angeguckt. Und wenn wir jetzt diesen angucken, doch, der hat auch noch Treibstoff. Sollte funktionieren, oder? Schubzeit 24 Sekunden. Eine Stunde 51 Minuten ist T. Hier vorspulen. Passt doch erstmal alles, oder? Das ist auch ganz gut. So, gerade noch mal ein bisschen schneller machen. 15 Minuten haben wir da die Zeit. 12. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Und Schub geben, ne? Wow, das ging aber flott. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass das so schnell funktioniert. Ja. Können wir so lassen, denke ich. Den weg. Wir sind schon passend in dem Sinne, oder? Müssen jetzt nur ein bisschen größer brennen. Einmal ausrichten. Ist vielleicht sogar an der Stelle ganz gut, ne? Und das ist doch schon das, was wir haben wollen, oder? Ist nicht ganz korrekt, oder was? Okay. 10 Sekunden halten oder sowas, ist das noch die Lösung hier? Bau einen neuen. Nein. Nein. Wo ist denn jetzt das? Da ist es. Oh, das ist positionell. Minmus V3D, einem angepassten Umlaufbahn von Minmus. Halte ein. Also, die Abweichungen sind das Problem also noch. Ja. Dann müssen wir da noch gerade ein bisschen am Manöver arbeiten. Vielleicht ist es so dann besser. Minimal.
Stopp. Okay, das ist noch nicht so top. So wäre es top. Und also wir müssen hier das wieder ändern. Und ganz kurz ein bisschen brennen, dann ist das schon sehr, sehr krass. 1 Meter die Sekunde. Aha. Ich glaube, der ist jetzt... Was haben wir denn jetzt hier für ein Ding? Das weg. Mit Abweichung minimal. Ja, da müssen wir noch mal ganz bisschen dran arbeiten, ne? Mal noch mal ändern. Abweichung minimal. Was wollen die denn? Okay, das ist jetzt wahrscheinlich hier das Problem. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen rauszoomen. Lässt sich gerade nicht so zoomen, wie ich das möchte. Hier irgendwo. Manöver. So wäre das schon passend. Kurz da einmal hin. Das wäre schon okay, glaube ich. Ah, da unten ist es noch ein bisschen zu viel. Mal, das ist schon passend. Stopp. Das würde also auch noch besser werden. Na, bewegt er sich jetzt, ja. Ich glaube, jetzt wäre es dann top optimal. Das wäre schon minimal dann, denke ich mal, oder? Hier vorspulen. Und da einmal ganz kurz Schub geben. Na. So. Und da. Und Ergebnis da, oder wie sehe ich das? Das kann weg. Und wieso geht das immer wieder auf hier? Hm? Da ist er. Passt. Super. Haben wir also geschafft. Gut, dann ist das gelöst. Können wir den fliegen lassen. Der ist wunderbar. Wir gehen wieder ins Zentrum zurück. Haben eine Aufgabe mehr erledigt. Das ist doch schon mal cool, oder? So, jetzt müssen wir noch gerade gucken, wie die Zeit hier rennt. Tag, Sommer. Aber das war ja jetzt nicht lange hier. Aber 3 Stunden sind, glaube ich, weniger. Ein Tag jetzt nur noch ungefähr. Gut, da würde ich aber sagen, soll es für diese Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal, wenn wir hier den Kerl da retten, weiß ich, wie er jetzt hieß, Seritz oder so ähnlich, dann wieder mit dabei seid. Falls ihr da Schwierigkeiten habt, das zu finden, dann müsst ihr mich abonnieren, dann kommt ihr auch schneller wieder hin und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.